Guten Morgen und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe mich sehr gut erholt gestern. Ich hatte ja einen Tag kurz Pause gemacht, weil ich sehr viel machen musste. Und jetzt bin ich sowas von nicht erholt heute Morgen. Tut mir leid, wenn der heutige Part ein bisschen, naja, sag ich mal, ja, nicht ganz so munter ist. Aber ich gebe mir Mühe. So, ich habe den Erfahrungsbalken also fast auf Level 48 gemacht und habe Items gefunden und die sind wirklich super. Ich sag's euch, die sind alle weiß, nicht für meine Klasse und außerdem extrem schwach. Und ja, es ist mühsam langsam in Regnum. Es ist wirklich nicht mehr fair gegenüber denen, die bezahlen. Und ja, jetzt habe ich nur bekommen, eine Mitteilung bekommen, dass ich nicht zahlen sollte, also dass ich auch kein einer der Xiemring kauft sein soll, weil ich ja eben das richtige Geld nicht bekomme, das die richtigen Xiemring fürs Geld sozusagen. Und deshalb warte ich jetzt halt noch, bis ich eine Kreditkarte habe, damit wenigstens das mal geht. So. Ja, gestern Abend die ganze Zeit in Möbelgeschäften gewesen. Ach, auf Hochdeutsch ist das so schwer. Und die ganze Zeit draußen die Treppe fertig repariert, also umgebaut, dann geputzt, ausgeräumt das Zimmer. Und boah, heute bin ich sowas von müde. Aber ich möchte euch heute Morgen noch eine Aufnahme geben. Und ja, darauf wartet ihr. So, wir machen weiter mit den Quests. Geh diesen Weg weit und es werden viele neue Kämpfe in deine Fußstapfen treten, die von deinen Taten hören. Diese Waffe wird dir in Zukunft helfen, deine Tapferkeit zu erhöhen. Welche Waffe? Ah, die Waffe, die wir gemacht haben. Möbel. Ich kann sie ja nicht ausrüsten. So, also jetzt haben wir fertig Quest. Scheinbar haben wir fertig Quest. So eine blöde. Ah, das ist doch blöde, hey Gott, oh Gott. Schauen wir mal, hier haben wir wirklich nur die Waffenquests mit dem Magnaniten. Und hier drüben wahrscheinlich auch nur die Bahn. Da haben wir jetzt noch zu wenig für eine nächste Bahn. Viel zu wenig. Ja, was könnten wir jetzt machen? Fortschlachten. Naja, ist wenig los heute. Morgen. Moment kurz. Mann, ich will hier runterscrollen und andere Quests annehmen. Gott, Gott, Gott. Ich könnte euch alles mal aufzählen, was mir stört in Regnum. Aber ich brauche es nicht. Weil es eigentlich sowieso nur zu Haters führt. Weil, ja, es hat wieder jemand angefangen zu haten. Und ich kann dazu nur sagen, es ist mir egal, ob ich Dislikes habe oder ob ich dumme Kommentare habe. Dislikes ignoriere ich und Kommentare, die dumm sind, lösche ich oder werden einfach gelöscht, weil sie in eine Art Ding kommen, Zwischenablage, wo ich sie dann aktivieren muss und weil eben sie in einen Filter kommen. So, dazu noch eins, mir ist es egal, wie viele Dislikes ich habe, mir zählen nur die Likes. Für mich sind die Dislikes einfach ein Zeichen dafür, dass ich Hater habe. Aber kein einziger YouTuber würde irgendwie ein Video disliken, weil es irgendwie schlecht ist oder so. Also die meisten zumindest nicht. Vor allem denen müsste es ja eigentlich egal sein, weil sie kurz das Video schauen, merken, es ist nicht so gut, okay, schaue ich weiter. Und ja, ich bin zum Beispiel einer, der überhaupt nicht disliked, weil ich den Dislike Button eigentlich extrem unnütz finde und sowieso eben, genau wie ich gesagt habe, es eigentlich ignoriere. Ich muss nicht einen disliken, damit er merkt, dass er nicht so gut ist oder damit ich nicht zufrieden bin. Und genau ist das, es bringt nichts zu disliken, es bringt überhaupt nichts. Ich glaube, jeder YouTuber weiß, dass er disliken bekommen kann und bekommen wird, weil es eben manchmal ein paar Hater gibt, die etwas nicht in Ordnung finden oder so, oder es einfach nur aus Spaß machen. Und deshalb
Ich weiß nicht, wieso YouTube überhaupt noch Dislike hat oder wieso YouTube Dislike schon seit Anfang an mit eingeführt hat, weil es führt eigentlich nur zu Hates und Problemen, mehr nicht. Und ich bin ja ein freier YouTuber, ich bin nicht abhängig von YouTube-Geld und deshalb kann es mir wirklich Schnurze sein. Wirklich Schnurze. Ja, und eben, wenn es mit Problemen mit mir gibt, dann schreibt es. Ihr müsst doch nicht disliken dafür. Ihr könnt es schreiben. Schreibt, wieso ich etwas falsch gemacht habe oder wieso ich irgendwas, ja, nicht in gute Qualität oder, ja, weiß auch nicht. Vielleicht ist es einfach daher gekommen, dass ich jetzt einen Tag Pause gemacht habe, tut mir leid, ja, aber ich hatte jetzt einen Tag wirklich Stress und ja, konnte deshalb nicht so gut weiter, also diesen Tag nicht gut Let's Playen, auch weil sehr viel Lärm war und ich am Abend einfach nur noch trainierte, damit ich einfach noch ein bisschen Sport machen konnte. So, ja, wir gehen zu den Orks und tun dort leveln, weil wir jetzt gerade nichts anderes machen können, oder wir haben alle fort, wir haben Arkesborg, aber Arkesborg ist immer so etwas, wo Süden und Eisen zusammenarbeiten, da gehe ich jetzt lieber nicht hin, aber es kommen wieder Parts natürlich mit Reichsschlachten, mit Fortschlachten, mit Schlossschlachten, mit Burgmauernschlachten, also Burgmauern, Reichsmauerschlachten. Ja. Aber auf jeden Fall will ich jetzt erstmal Level 50 erreichen oder so. Und endlich meinen Hammer ausrüsten. Noch ganz ein bisschen, dann habe ich meinen Hammer. Hier ist der Hammer des Abgrunds. Mit wenig Crit-Chance, dafür Blitzschaden plus 20, Angriffsgeschwindigkeit plus 1%. Oh, wird ja mega helfen. Und stumpfer Schaden plus 20. So, wir hauen es hier ab dem Panther. Und ja, kloppen uns auf Level 48 endlich mal. Jetzt sind es nur noch 12 Level, aber 12 harte Levels. Die, wieso haust du ab, Org? Die extrem hart sein werden, weil ich ja nicht so einer bin, der den ganzen Tag hier in Regnum verbringt und levelt. Das kann schon hart sein. Ich greife jetzt mal die Orangen nicht an, weil die recht zäh sind. Ja, bis ich Level 60 bin, werde ich das Let's Play nicht aufhören. Ich will einfach ein Level 60 gewiss zeigen und ja. Mal schauen, was dann ist. Ob ich dann weitermachen, aber werde wahrscheinlich schon weitermachen. Und nein, hau ab. Blöde Orks. Also richtig blöd. Ich will doch nur Level 60 werden. Verstehst du nicht, blöder wilder Ork? Das ist wirklich eine Schande, was das du machst. Ey. Wieso bist du überhaupt böse? Ich will Orks auf die Forts loslassen. Bisschen das Game hacken, so richtig und die Ignis bearbeiten oder Alsius bearbeiten oder den Dungeon mit den Orks machen, so richtig hacken. Ich bin so ein Höcker. Ich habe ja schon so viel gehackt, genau null, und werde es auch nie machen, weil hacken ist so etwas. Irgendwie jemand hat mal gesagt, hacken sei eine Art von Schlagungen. Also eines, etwas, das man macht, wenn man unter Verzweiflung ist oder uns sonst irgendwas ist oder einfach es ihm oder ihr extrem langweilig ist. Sonst nicht. Das ist halt Cyberkriminalität und etwas, was ja halt nicht in Ordnung geht, oder? Aber böse sind nur Leute, die eben nicht zufrieden mit sich selbst sind, nicht mit anderen zufrieden sind. Und so etwas geht mir auch irgendwie nichts an.
Aber ich will nicht mit Mitleidenschaft gezogen werden oder so. Weil ich hatte schon ein paar böse Leute getroffen. Und das hättet ihr nicht gemocht. Ja, ich hatte mal, ja, nenne ich das, ein Bankräuber, na, Bankräuber, Geschäftsräuber, Ding festgemacht und, das war eine harte Arbeit. Also, wenn ihr denkt, ja, ihr könnt einfach dort sein, zufällig, und dann den Bankräuber Ding festmachen und so und dann als Helden angesehen werden, dann ehrt ihr euch. Heutzutage ist es ganz anders. Er hat eine Waffe. Er ist wahrscheinlich auch ausgebildet im Kampfsport oder so. Also vor allem auf jeden Fall kann er sich wehren mit den Fäusten. Und er ist schnell. Und ich war da 13 Jahre alt. Also war das schon extrem lange her. Und da gab es noch nichts von Handys und ja, schon Handys gab es schon, aber so richtig fette, wo man halt nicht mit sich getragen hat. Und deshalb, ja. Nun gut, ich war schon ein bisschen stolz auf mich selber, aber andere waren nicht stolz auf mich und mir kann es egal sein. Nächster Banküberfall. Nächster Überfall, nächste Geiselnahme oder so, werde ich ganz, ganz anders vorgehen. Da werde ich null Konsequenzen zu dem Bösen führen und ihn dingfest machen. Zwar nicht verletzen oder so, aber ich kenne so viele Arten, dass man einen Mensch, der bewaffnet ist, entwaffnen kann und auf den Boden drücken kann oder so. Ich mach's wie die FBI in Amerika. Genau so mach ich's. Das darf man immerhin, das ist ja Not. Ja, das ist für, wie sagt man? Ja, wenn man in Bedrängnis ist und jemand helfen will oder muss, dann geht das doch in Ordnung. So, Angriffsreichweite 1,01 Meter. Also ich hätte mit einem Hammer ungefähr, ja, ungefähr diese Reichweite oder so, aber ich hätte schon mehr in Regnum, weil in Regnum sind die Nahkämpfer extrem im Nachteil, solange sie nicht beim Gegner sind. Den verkaufe ich hier. Ja, ja. Der kann man handeln. So, bis ein Barbar am Gegner ist, ist er unterlegen und dann ist er überlegen. Und ich mit Level 48 bin sicher nicht überlegen, nur weil ich Barbar bin, oder? Ja, da ist es schon ein bisschen besser, wenn ich eine riesen Reichweite hätte, aber mit Hämmern sind wahrscheinlich die kürzesten Waffen. Und geht das schon ein bisschen in Ordnung. So, ich schaue mal kurz, wo die Gelben sind. Da oben. Ja, wir machen jetzt einen zweiten Teil des Parts. Also, ja. Machen wir ein bisschen eine Rundreise und schauen mal bei den Forts, ob was los ist. Ich frage jetzt nicht irgendwas, jemand anderes, weil ich auch etwas selber entdecken muss, weil hier in Regnum ist es so, man fragt kurz, bekommt keine Antwort, geht man einfach und fertig. Und das finde ich ein bisschen schade, also, ja. Kommunikation, oh Mann, die Wörter heute. Und dann noch so müde. Nein, ich meine einfach, Kommunikation ist in Regnum bei den Nicken sehr wenig. Oder sie machen alles mit den Clans. Aber dann hören sie herum, weil so wenig Leute dabei sind. Ja, schaut euch mal da ihre Clans an. Wenn die Clans nur bei euch sind und die anderen, weil ihr sie nicht Bescheid sagt und so, dann habt ihr auch gar nicht genug wie sagt man? Ja, genug Leute einfach. Ah. Ich bin einer, der manchmal in Ignis-Chat in Rätseln spricht. Das heißt, ich sage etwas, aber nicht ganz.
Und da meinen immer die Leute, ich würde irgendwie verwirrt sein oder etwas falsch reden oder ich sollte dann mal aufhören, Regnum zu spielen. Und ja, ich spiele meistens nicht mehr als eine Stunde, weil ich es einfach nicht so gut verkrafte, so langsame Spiele zu spielen oder so. Vor allem will ich einfach mal ein bisschen Kontakt haben. Im Ignis-Chat oder reden ein bisschen und so. Kommt einer nicht raus, meint er, ich sei irgendwie ein bisschen eben. Ich würde eben in Rätseln sprechen und so. Und dann sage ich immer, ja, dann streng doch bitte dein Gehirn ein bisschen mehr an. Und das führt meistens zu Streitereien, wo ich gar nicht mit, also wo ich gar nicht weitermache. Wenn jemand sagt, ja, halt die Schnauze, du bist ja genauso intelligent, du bist ein 13-jähriges Kitty. Dann sage ich, ich bin 28 Jahre alt, fertig. Aber damit dann Leute die ganze Zeit weiter rebellieren müssen, ohne mich, oder? Oder mit anderen dann anfangen zu streiten, das, ja, verstehe ich nicht. Weil, eigentlich bin ich ja nur im Ignis-Chat, um irgendwie etwas zu bereden, wo wir hin müssen oder was wir machen sollen. Aber nicht zum Streiten. Ich bin einer, der streitet überhaupt nie. Ich bin einer, der geht halt denen aus dem Weg, die anfangen zu streiten. Und ja. Deshalb lege ich mich mit denen nicht an, wenn sie meinen, sie müssen extrem übersuchtet sein, extrem müde sein, extrem einfach müde sein, zum etwas zu verstehen, dann ist es ihr Problem, also seine Probleme oder ihre Probleme und nicht meine. Aber eben, damit lege ich mich nicht an. Wieso sollte ich mich damit anlegen? Ja, und sonst, naja, also Schinter Janas, das ist auch so ein Sucht. Jedes Mal ist er hier auf diesem Holz, also wirklich 24 Stunden pro Tag. Hallo Schinder, hallo. Wo ist der Dingsbaba? Name werde vergessen. Ah, so off. Der Dingsbaba? Der Dingsbaba. Es gibt viele Baban, die Dings sind, wenn man nicht weiß, was es ist. Naja. Oh. Ja, ja. Gestern Abend oder heute, ja, gestern Abend muss es gewesen sein, weil in der Nacht keine Portale sind. Weiß jetzt nicht genau, was gemacht wurde, also gewünscht wurde, aber naja, ich glaube, ich muss einen Ork angreifen oder so kurz. So, aber eben, ich bin ja einer, der nicht so viel in Regnum One ist und verpassen kann ich das auf jeden Fall. Wenn es halt auf schlechte Zeiten ist oder halt spät am Abend. Da bin ich meistens nicht mehr on, weil ich so müde bin manchmal am Abend durch den Sport. Ja, oder einfach bei YouTube noch ein bisschen herumhänge. Oder ein paar Videos bearbeite oder ein paar Sachen anschaue. Ich bin einer, der gerne ein paar Sachen, Wissenswertes anschaut, aber irgendwie von Games nicht so. Also ich schaue mir nie gerne Tipps und Tricks an oder will etwas wissen oder so, dann bin ich auch meistens nicht so erfahren, ist klar, aber das heißt ja nicht, dass ich irgendwie dumm bin oder so, weil ich etwas nicht verstehe. Und das haben in den letzten Tagen ein paar nicht verstanden, das ist klar. Ja, ist wieder abgehauen. Ah, da ist er. Ja, er haut wieder ab. Er sieht, dass er keine Chance hat. Schwer. Jetzt kann ich nichts machen. Kommt mal mit.
Ja, der ist sehr schwer. Ich bleibe aber hier. Ich bleib nicht hier. Greift ihn an, greift ihn an. Nein, er hat Schnelligkeit. Ja, ja. Das sind halt Level 60 Charaktere, die die ganze Zeit gehandelt haben, damit sie den Stress bekommen. Nun gut. Ja, genau. Hey, Ritte, mach mal mehr Schaden. Ah, Ritte sind immer sehr, sehr defensiv. Das ist das Blöde. Immer nur ganz defensiv. Ja, ja, ja. So. Ich habe natürlich noch keine Chance gegen solche Barbaren. Aber es geht eigentlich immer nur Barbaren. Das mag ich nicht. Ich will nicht immer sterben. Ich sterbe nur noch an Barbaren. Oder Schützen, die alleine sind gegen mich. Ah, oder zu 20. oder so. Aber eben, wenn ich alleine bin. Aber ich meine einfach, es ist halt nicht so balanced. Also, ich verstehe es nicht, wieso Regnum nicht die Balance bietet, die man braucht. Es ist klar, es ist schwer für den Entwickler und es ist schwer für die User, aber wenn ein Level 48 Barbar schon Jäger und Hexer und Beschi, ja, Beschi nicht, weil sie sich ja schneller heilen, als ich Schaden mache, aber wenn ein 48er Barbar schon zwei der Klassen eigentlich locker besiegen kann, dann stimmt etwas nicht, wenn die Level 60 sind natürlich. Genau. Und Endtime ist online. Sehr schön. So. Also, ich warte noch kurz. Diese 3 Minuten. Wir können noch ein bisschen etwas reden. Die Eisen sind wahrscheinlich gar nicht on. Oder irgendwo anders. Kann ich verstehen. Boah. Scheißmüdigkeit. Echt Scheißmüdigkeit. Zwar nicht solche Müdigkeit, dass man gähnen muss oder so, aber körperliche Müdigkeit. Also einfach Erschöpftheit. Und das ist schon ein bisschen Kacke heute Morgen. So, ja, jetzt ist ungefähr 9 Uhr oder 10 Uhr. Aber auf jeden Fall noch morgen für mich, als ich spät aufstehe. Ja, tanzen ein bisschen da oben, ja. Oh Gott. Ich mag ja Raptoren, aber bei Regnum mag ich sie nicht. Nicht, weil er so richtig komisch mit ihm läuft, sondern weil es halt einfach nicht so aussieht, als würde es richtig gut sein. Vor allem die Animation, aber das ist beim Panther auch nicht anders. Die Animation ist etwas, was Regnum nicht kann. Naja. Aha. Aha, da hat jemand kämpfen müssen. Gut, noch 1 Minute und 40 Sekunden. Da kommt wieder einer. Yay. Wieder der gleiche. Der Chupi. Hallo, Chupi. Hallo. Ich bin Chuppi. Ich bin ein Roboter. Und das ist Chuppi, der Kollege von Chuppi. Und schon wieder kämpfen nur wir. Okay, noch ein anderer. Ah, das ist ein anderer, oder? Das ist ein Schütze. Yay! So. Komm. Komm, du Angsthase. Komm, greif doch an. Ja, endlich. Zwölf Schaden! Yes! Mann, ich bin gut. Was soll ich eigentlich denn nachjagen? Kommt lieber ihr. Oh, Mann.
bekomme ich wieder keine Kriegspunkte. So. Wenn ihr unbedingt müsst. Wenn ihr unbedingt müsst, mache ich halt noch den letzten Schlag voll fertig. Voll der Killstil, Mann. Voll Killstil, ey. Gott, oh Gott, oh Gott. Ach komm, Sprint, hey. Ich mag Sprint nicht mehr. Jetzt ist dann plötzlich die Zeit fertig. Ja, Zeit ist fertig. Okay, nein, ist egal. Ich brauche diese Warzone-Punkte sowieso nie. Und ja, beende jetzt den Part. Ich werde diese 19 Minuten noch warten. Im Fort drin. Ich gehe ins Fort. Weil ich sowieso nicht eigentlich mitkämpfen müsste. Ich mache es einfach. Und ja, bin lieber im Einzelkampf besser. Weil ich ja noch low-levelig bin. Nun gut. Also. Nächster Part kommt wahrscheinlich erst morgen. Ich hoffe, es kommt heute noch ein Regnum-Part. Ich kann es aber euch nicht besprechen. Versprechen. Und ja. Okay. Beenden wir diesen Part. Tschüss.